Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Ich habe hier zwei Spenderflaschen. Ich sage absichtlich nicht Seifenspender, weil hier kann so ziemlich alles rein, was man spenden will, was man im Spender haben möchte, nicht spenden möchte. Seife kann da rein, diese Handseife, da kann aber ebenso gut auch Duschgel rein, da kann Geschirrspülmittel rein und was noch? Mein Mann, der macht sogar Schaumbad hier. Dieses Duschbad macht er auch. Nee, Duschbad ist ja Duschgel. Aber Schaumbad, das macht er rein. Cremebad, genau. Da pumpt er sich auch mal gerne was auf die Hand und dann ab in die Wanne damit. Das findet er auch immer sehr praktisch. Ja, das dosiert sich auf jeden Fall auch besser. Mit im Lieferumfang enthalten ist dieser schöne Trichter aus Silikon, den man platzsparend zusammenfalten kann. Und ansonsten ein ganz einfaches Prinzip: aufgeschraubt, eingefüllt, zugeschraubt, losgepumpt. Das ist alles, was man hier zu tun hat. Und dann kann man sich das schön, ja, kann man sich das schön hinstellen, wie man es gerne hätte. Ich denke mal, so rum muss das schon sein, damit es nicht immer auf den Rand klickert. Wenn man es andersrum dreht, wird ja die Fläche breiter. Ja, gut, okay, haben wir es erkannt. 300 Milliliter Fassungsvermögen je Flasche. Zwei Stück 300 Milliliter. Mir kommt es gar nicht so viel vor. Aber so steht es dort geschrieben. Dann wird das wohl auch stimmen. Ich will das nicht in Frage stellen. Und es ist aus Kunststoff. Ja, Kunststoff wäre jetzt nicht meine erste Wahl gewesen. Aber gut. Ist okay. Auf jeden Fall fand ich die Farben sehr hübsch. Das ist was Schönes, Frisches für die Frühlingszeit nachher. Und insofern hat es natürlich auch meine Empfehlung. 7,99 Euro, denke ich mal, das geht durch. Das kann man so hinnehmen. Und ja, das war es dann auch schon. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit und wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.